voll mies, dass wir dem die Haut verbrennen. Oder hat das einer gemacht? Müssen wir dem noch die Atemlöcher zugleisten, oder was? Ist das widerlich. Ach, der macht das gar nicht. Ach, na blöd. Was macht der jetzt damit? Was sollen wir jetzt mit dem Schleim machen? Mit dem haben wir gar nichts gemacht, oder? Vielleicht können wir den ja wegziehen oder wegbrennen oder so. Und jetzt gehen wir mal in das obere Atemloch und vielleicht dann kommen wir doch hier hin. Das ist schon ein bisschen eklig. Okay. Haben es geschafft? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, dafür ist Nasenschnauzer zu gebrauchen. Der klebt einfach mal an Glassplittern. Disgusting, würde man sagen. So. Rini. Spotty, du bist wieder da. Spotty. Du hast es geschafft. Juhu. Und wo ist Janus? Und wann kommt der Drache? Und du hast den alten Janus dabei. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Ja, aber du hast weiße Hauptsache, Haare. Du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Grundall. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Ich bin Rini. Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss, komm bald mal wieder. Ciao. Ich dachte, die zwei sagen jetzt noch irgendwas Abschließendes, so wie... Wer war das überhaupt oder so? Oder Chadwick war ein Arsch oder irgend sowas in die Richtung. Hätte mich jetzt nicht Janus gewundert. Wie hast du das gemacht? War ganz leicht. Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Na, Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Das ist aber ein interessantes. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Wir fragen erstmal. Was habt ihr mit dem Splitter? Was soll das? Noah hat ja drei Narben auf der Wange. Es ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Ah. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Ach. Womit bewiesen ist... Du bist es nicht. Das kann nicht sein.
Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Ich war kurz auch etwas irritiert. Ich würde die Monarchie abschaffen. Oh, Rini, nein. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Oh, oh. Mitten auf der Nase. Das heißt, das ist... Mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Das heißt, das ist ihr Traum. Wie? Wie kann das sein? Oh. Heißt das, sie ist auf dem Weg in den Tod? Das ist total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich verstehe das nicht. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh. Dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Oh, scheiße. Wenn du die Königin bist. Nein. Wer bin denn ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na, mein Bruder. Rini. Wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche. Sedwick. Ja, juhu. Du bist mein Sedwick. Ach so. Dann werde zu Sedwick, Noah. Werde zu Sedwick. Gesagt, total verrückt. Wir sollten Shana befragen. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache. Kapitel 2. Achievement an... Was? Wie viele Kapitel hat denn das Spiel? Wenn das Kapitel 2 ist... Das sieht aber schön aus. Ei. Ist das Spiel schon komplett auf dem Markt? Nicht wie bei Säulen der Erde, wo ich jetzt noch warten muss bis Mai? Das ist ziemlich doof. Ich würde nämlich gerne Säulen der Erde weitermachen auch noch. Wow! Meine Heimat. Kalima. Wunderschön! Sieht aber schon ein bisschen angerottet aus, ne? Ah, Sucher. Aber wer ist denn die falsche Königin? Rini sehen sie nicht. Solange ich lebe, ist diese Stadt noch nicht verloren. Oh oh. Verdammt! Ja, war schlau, ne? War schlau, Kira. Aua. Oh, mein Nacken, Entschuldigung. Das wird einfach nicht besser gerade. So. Beeilung, na los doch! Das war knapp. Was ist das hier für eine Hütte? Wir stehen zu ihr verrückt. Seid still, Verdammt! Haltet die Klappe! Sofort! Was ist das für ein Kram? Ein komischer Käfer? Oh Gott, ich hab mich den Schrei gekriegt. Ich hab voll den Käfer zerstört! Ups. Wer war das? Ich krieg keine Luft. Schade, wer sind... Das war ich nicht. Das war Spot. Ah, ja, ja. Ja, die sehen ja nichts. Stimmt, die hören nur. Der Sucher wird dich mitsamt dem Schwert fressen. Lass mich das machen, Kyra. Bleib hier.
Keine Sorge, er sieht mich nicht. Und ihr verrabikadiert euch. Verrabikadiert? Ich bin die Königin, ich rate euch. Oh, das ist so niedlich. Ich verspreche immer, verrabikadiert. Eine Tonne Fähne. Sie verstecken den Splitter vor dir. Echt gut gemacht, muss ich sagen. Okay. Krabbe lieber woanders lang. Riecht wie das Zeug, das Miss Clock immer in ihren Kaffee kippt. Milch? Ach, Alkohol. Und dann ab ins... Das kitzelt jetzt ein bisschen. Und das andere ans Boot. Aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht mal. Das ist gut, dass es kein Time, also hier kein Quicktime-Event ist oder sowas, sondern ich es noch machen muss. Ah, Gleichgewicht, 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 da muss ich hingucken. So, jetzt macht das Boot los, Rini. Seil am Boot. Tschüssi, Sucher. Am Finger ziehen. Komm, zieh meinen Finger, zieh meinen Finger. Oh. Ich habe ihn gewarnt. Ja, ja, das habe ich. Das stimmt. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Königin Rini. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Ist wirklich sad. Ja, ja, auf in die Stadt. Oh, Noah. Das gefällt ihm nicht. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sadwick, kommst du? Ja, doch. So mit seiner Sadwick-Rolle ist er nicht ganz einverstanden. Der gute Noah. Und wir sind wieder an der Brücke. Nächster Sucher. Das ist immer so schimmert Plan, bei denen, ist merkwürdig. Wir alle unter Rinis Mantel verstecken. Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon, Noah. Hinterher. Wen meinst du? Ich bin Sadwick. Na komm. Das nervt ihn schon ein klein wenig, ne? Bombe tickt. Spieluhrbombe. Kann man die nicht einfach sprengen, die Sucher? Müsste sie nicht. Ach du. Oh oh. Das ist nicht geil. War klar. Gut, Kyra. Scheiße. Gut gemacht. Hab's doch gleich gesagt. Ja, Klugscheißer kann keiner leiden. Und so. Nun? Leute, helft mir mal, die Planke über den Abgrund zu schieben. Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee, ne? Ach, und Spot macht. Schlechte Aerodynamik, wie Noah sagen würde. Aerodynamik. An die müssen wir irgendwie rankommen. Okay. Ich spring nicht rüber, das ist zu weit. Das muss jemand anders machen. Sadwick, dann komm du auf die Planke und spring rüber. Warum nicht? Nein, das schafft er nicht. Er kann nicht gut springen. Was kann er denn überhaupt? Aber beim Abstürzen bin ich gut. Er kann nicht werfen, er kann nicht springen. Ich bräuchte ein bisschen mehr Anlauf. Aber wenn wir von der Planke gehen, fällt sie runter. Seit geraumer Zeit verhält sich mein Latissimus Dorsi äußerst unkooperativ. Mit anderen Worten, er ist alt und hat's im Kreuz. Eine Option haben wir ja gar nicht. An die müssen wir... Ich bräuchte ein bisschen... Aber wenn... Sam? Ich fühle mich...
Aber ich komme da trotzdem nicht rüber. Spot, kommst du mal? Schlechte Aerodynamik, wie Noah sagen würde. Hä? Spot, kommst du mal? Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Glaube ich auch. Hä? Okay, rüberwerfen. Gut zu wissen. Hä? Ja, Spotty, prima machst du das. Versuch dich mal schwerer zu machen. Ja, trink mal was aus dem Brunnen. Ich hast mir schon gedacht. So, 400 Liter Wasser. Da wiegt der kleine Spot ja 400 Kilo. Das sollte ja reichen. Von der Hebelwirkung her, ne? Nee, nicht so weit vor, Alter. Ja, Spotty, prima machst du das. Hä? Und da hat sie nachgedacht. Gelange auf die andere Seite. Mehr Gegengewicht, Leute! Ein Sprung meinerseits würde für einen Absturz eurerseits. Denk nicht mal dran. Alle Götter des Gleichgewichts. Halt, wenn. Hä? 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 Ich will dir den Puzzle überspringen. Na, Spot, komm. Nein. Oh, gut, aber Spot geht's gut. Hm. Armer Spot. Das geht schief. Du schaffst das, Spotty. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Hm. Seba sei mit dir. Nein. Wir müssen Spot helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Heilt euch! Komm, Rini, ja. Schnell! Werft die Brücke hinterher. Wir suchen unsere Leute zusammen und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hätte ich was ändern können? Eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Scharner. Keiner hält dich auf. Oh shit. Glück gehabt. Armer kleiner Spot. Bin ich traurig. Oh. Aber irgendwo hier müsste doch Spot sein. Und sie steht mit dem Ding im Wasser? Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Das stimmt Samuel mit Kira nicht. Nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Ja, der ist ein Spieler, ne? Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kira? Wo seid ihr? Kira steht doch da. Eine Laterne ohne Kerze ist wie... Noah ohne Rini. Von Kyra gibt es eine Statue? Hm,
Vielleicht, weil sie eine Kriegerin ist. Ich glaube nicht, dass das eine Statue ist. Ich denke, du wirst doch... Eine Statue von Rini. Klar, sie ist ja die Königin. Ich denke, du wirst, wenn du dich hier unter den... Wieso heult der Kerl? Ich denke, dieses Wasser hat was Spezielles zu sagen. Tal der gefallenen Götter. 1-0-0-0-0-Silence. Shanas Adresse. Was? Mehr Optionen haben wir ja gar nicht, ne?